Du! Wer ich? Psst. Wer ich? Ich tue das äußerst ungern. Was? Siehst du das U da? Dieses U, ja. Meinen Sie? Psst. Dieses U befindet sich schon seit Jahren in Familienbesitz. Wirklich? Aber heute muss ich es dir leider verkaufen. Tut mir leid. Was mir? Wow! Wow! Was soll ich denn damit? Komm mal her. Hm? Ja, was? Nimm mal an, mitten in der Nacht wachst du plötzlich auf. Ja. Kannst nicht schlafen. Nein. Weil dir nicht einfällt, mit was für einem Buchstaben das Wort um anfängt. Der erste Buchstabe im Wort um ist U. Um fängt mit U an. Genau. Genau. Du schläfst an mir ein Murmeltier. Oh. Also, ich kann dir das U überlassen. Und zwar billig. Ich tut mir leid, aber ich hab schon ein ja? U. Und überhaupt, sind Sie nicht der Typ, der mir das U verkauft hat? Ja, schon. Sehen ja. Sie, ich brauche also gar kein U. Gestern, da hätte ich was gebraucht, nämlich ein V. Hä? Ein V? Mhm. Sehen Sie, letzte Nacht bin ich aufgewacht und konnte nicht schlafen, ja. Weil ich nicht mehr wusste, mit was für einem Buchstaben das Wort Vanilleeis anfängt. Ja, verstehen ja, Sie? Ja. Und weil der erste Buchstabe im Wort Vanilleeis ein V ist, ja, nicht wahr? Was du brauchst, ist ein V, genau. Ja, ich Warte, hätte eins brauchen können. Ich bin gleich zurück. Wie meinen Sie das? So. Hey, du. Oh, sieh mal an, da ist ein V. Psst. Da, das ist ein V. Dieses V ist seit Generationen im Besitz unserer Familie. Aha. Ja, aber heute muss ich's dir leider verkaufen. Tut mir leid. Das muss Ihnen doch sehr schwer fallen. Oh ja, deshalb brauche ich dafür auch ein Trennungsgeld von 10 Pfennig. So ein Pech, ich habe nämlich nur 5 Pfennig. Na gut, ist gerätzt. Ja, aber eigentlich wollte ich davon... Einen Moment, sehen Sie mal, Oh. Das ist kein V. Ach. Ein V hat unten eine schöne spitze Ecke. Und dieses hier, das hat unten eine runde Ecke. Das ist kein V, das ist ein U. Hey, schnell, guck mal da drüben. Da drüben, wo denn? Wo? Ich kann nichts entdecken. Ich hab mich wohl geirrt. Da, das ist ein V. Ja, und was die 5 Pfennig angeht. Naja, wissen Sie, das ist es doch, was ich Ihnen die ganze Zeit erklären will. Ich brauche weder ein U noch ein V, denn ich bin gerade unterwegs, um mir ein W zu kaufen. Bis dann. Was? Was, ein W? Ein W? Hey, du!